Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 15. September 2017? Mond bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Krebs. Mond kann auch ganz gut entfalten in diesem Tierkreiszeichen, weil es sein eigenes Zuhause. Und das spüren Sie natürlich die Krebsgeborenen. Das sind die Emotionen, aber auch die Intuition oder Träume. Was trifft noch die Krebsgeborenen? Die Krebsgeborenen haben gerade Mut und Kraft. Und sie können etwas in Bewegung setzen. Aber da haben die Krebsgeborenen auch Glück. All das, was in Bewegung kommt, wie Sport oder Autos. Wo haben noch Glück die Krebsgeborenen? Das sind die Gespräche, die Termine, die Verträge. Und im Liebe, Partnerschaft, im vertrauten Umgebung, im Freundeskreis, Freizeit, in ein Hobby. Wo sollen Sie noch die Krebsgeborenen achten? Was die Krebsgeborenen aus dem Gleichgewicht bringt, das ist das Loslassen oder Trennen oder Verabschieden oder Kündigen. Das ist nicht allzu leicht und das ist eine Herausforderung für die Krebsgeborenen. Wo sollen Sie noch achten? Welcher Einfluss kommt von den Sternen? Das ist Castor und Pollux, die zwei Zwillinge. Die beiden Sternen befinden sich zwar in Tierkreiszeichen Zwillingen, aber wirken in diesem Bereich, wo sich im Augenblick der Mond bewegt. Also hat ein Einfluss auf unseren Tag. Und die beiden Zwillinge symbolisieren das höhere Bewusstsein. Das heißt, wir brauchen Sicherheit, Stabilität und auch die Realität zu leben. Aber das ist auch gut, wenn wir spirituell sind und in Verbindung setzen mit unserem höheren Selbst. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft. Und da gibt es Neuigkeiten, entweder ein Neuanfang im bestehenden Partnerschaft, ein neuer Schwung, aber bei vielen Löwengeborenen ist auch eine neue Begegnung. Die Löwengeborenen haben gerade die inneren Gleichgewicht. Aber die Löwengeborenen sollen achtsam sein, weil die Liebe, dieser Liebesplanet nähert sich zu Hydra. Und wenn das mit Hydra in Bewegung Begegnung kommt, das sind auch Täuschungen oder Lügen. Das ist nicht im heutigen Tag, aber es nähert sich in den kommenden Tagen, Wochen und da sollen Sie die Löwengeborenen achtsam sein. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen haben auch Kraft und Mut und Klarheit und guten Gesprächen. Aber sie sollen zurückhaltend sein, die Ruhe bewahren, weil in Ruhe liegt die Kraft und Kraft brauchen gerade die Jungfraugeborenen, weil sie bringen gerade etwas in Ordnung. Die Tierkreiszeichen Waagengeborenen sind emotional ein bisschen durcheinander oder bedrückt etwas. Es sind momentan Tränen spürbar. Aber in die Liebe, Partnerschaft haben Glück gerade die Waagengeborenen. Auch wenn die Emotionen ein bisschen durcheinander sind, im heutigen Tag ein bisschen Geduld noch in die kommenden Tagen, beruhigt sich das alles und kommt wieder die Begeisterung und auch die Leidenschaft. Was auch wichtig ist bei den Waagengeborenen, um die Finanzen kümmern, aber auch das eigene Auftreten, das Selbstbewusstsein. Die Waagengeborenen brauchen momentan ein selbstbewusstes Auftreten, weil das bringt Erfolg. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen kommt etwas im Fluss. Und die Skorpiongeborenen haben gerade gute Chancen, etwas zu gewinnen.
oder die Finanzen verbessern, weil das kommt auch im Fluss. Also da können die Skorpiongeborenen im Vertrauen bleiben. Im Liebe-Partnerschaft sind noch Schwierigkeiten da oder haben die Skorpiongeborenen Angst von einem Neuanfang. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen sind noch Unklarheiten und das bedrückt die Schützengeborenen. Kann auch sein, dass sie Themen haben mit Vater oder mit einem Vorgesetzten und das bedrückt auch gerade die Schützengeborenen. Und wichtig ist Selbstbewusstsein. Wo die Schützengeborenen Glück haben, das ist die Liebe, Partnerschaft. Aber was die Gefühle betrifft oder das eigene Selbstwertgefühl, dieses Selbstbewusstsein, da sind noch Unsicherheiten bei den Schützengeborenen. In die nächste Zeit ist wichtig eine kleine Reise, weil das hat eine Bedeutung oder Kontakte pflegen im vertrauten Umgebung mit Verwandtschaft oder Nachbarschaft. Welche Sterne wirken gerade die Schützengeborenen? Ein wichtiger Aspekt ist gerade, was auch einen Einfluss hat auf das Leben der Schützengeborenen, das ist der Schlangenträger. Und die Schlangenträger trifft wichtige Entscheidungen. Und hier muss auch vorsichtig sein. Vielleicht erwähne ich kurz die mythologische Geschichte dazu. Dann kann man das besser nachvollziehen. Dieser Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios, der himmlische Arzt. Und dieser Asklepios hat ein Kind gerettet. Dieses Kind hat nämlich in einen Honigtopf gefallen. Dann kamen zwei Schlangen. In die eine Schlange war die Gift, die andere die Heilkräuter. Und Asklepios musste eine wichtige Entscheidung treffen. Heilt das Kind mit Heilkräuter oder nimmt das Gift, dann wird natürlich das Kind nicht geheilt. Asklepios hat zum Glück die richtige Entscheidung getroffen und hat das Kind geheilt, ist auch das Symbol für Ärzte und für Apotheker. Die Asklepios oder Asculap. Und was sagt aus diese Geschichte für die Schützengeborenen? Wichtige Entscheidungen, aber mehrere Möglichkeiten. Die eine bringt Glück, andere kann vielleicht die Pech sein. Also achtsam sein, welche Entscheidung trifft man. Die Schützengeborenen brauchen auch Sicherheit und Stabilität. Und da ist auch wichtig, hier wirkt auch ein Stern. Dieser Stern heißt Sabik und dieser Sabik befindet sich auch im Sternbild Schlangenträger und das bedeutet übersetzt die Vorausgehende. Das heißt, etwas in Bewegung setzen, vielleicht rechtzeitig handeln, damit Sicherheit und Stabilität kommen kann und im Selbstvertrauen bleiben, Selbstbewusstsein und die richtige Entscheidung treffen, aber vorsichtig sein. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen sind emotional aus dem Gleichgewicht und in die Liebe-Partnerschaft sind noch Unklarheiten und Unsicherheiten. Was bei den Steinbockgeborenen gut ist, das sind die Gespräche oder Termine oder ein Vertrag und die Steinbockgeborenen zeigen gerade auch Kraft und Mut und können sie sich gut durchsetzen. Die Steinbockgeborenen ist auch wichtig, die Sicherheitsstabilität und auch die wohnliche Situation. Bei vielen Steinbockgeborenen bedeutet das wohnliche Veränderung, entweder eine Renovierung oder vielleicht sogar Umzug. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen brauchen Lebensfreude, weil das gibt Kraft und bringt auch Glück bei den Wassermanngeborenen. Was die Gefühle betrifft, das ist ein bisschen durcheinander. Und bei der Liebe-Partnerschaft ist wichtig, dass die Wassermanngeborenen auf anderen zugehen, mal Gefühle zeigen, Gefühle annehmen, die Kontakt suchen. Und bei den Gesprächen sind noch Unklarheiten. Also vieles ist unklar, unsicher. Da kommen die Wassermanngeborenen ein bisschen durcheinander. Und es ist wichtig, in Kraft zu bleiben. Und wo bekommen die Wassermanngeborenen in Kraft? Das ist Lebensfreude, die Freizeit.
Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist ein wichtiges Thema, die Arbeit, aber auch die Gesundheit. Und da kommt die Vergangenheit. Und da haben Sie noch Themen, die Fischengeborenen. Das sind verletzte Gefühle. Und das sollte man loslassen, beenden und hier und jetzt sein und vielleicht mal um die Zukunft kümmern. Was die Gefühle im Augenblick betrifft, das ist sehr harmonisch. Und auch gute Intuitionen haben gerade die Fischengeborenen und sind auch sehr kreativ. Das kann man vorteilhaft nutzen. Worauf noch die Fischengeborenen achten sollen, auf die Gespräche genau hinhören, was die andere sagt. Oder kann auch bedeuten, dass die anderen Erwartungen haben und die Fischengeborenen sollen die Kontakt aufnehmen mit jemandem, weil das hat auch eine Bedeutung. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen fühlen sich etwas traurig oder bedrückt. Ein bisschen Geduld noch in die kommenden Tagen, verbessert sich das alles. Wichtiges Thema ist bei den Wiedergeborenen die Liebe und Partnerschaft. Und das sind wirklich Chancen. Bei vielen Wiedergeborenen ist es auch ein Neuanfang. Wo die Wiedergeborenen achten sollen, das sind die Gespräche. Weil da ist noch vieles unklar. Und dieser Bedürfnis, ein klärendes Gespräch zu führen, ist gerade aktuell bei den Wiedergeborenen. Oder mal nachfragen oder nochmal überprüfen etwas, wenn es um die schriftlichen Sachen handelt, wie ein Vertrag. Die Wiedergeborenen fühlen sich auch gerade kraftlos. Aber in den kommenden Tagen kommt wieder die Kraft. Hier wirkt auch die Andromeda-Nebel. Und hat einen Einfluss auf die Uranus und das ist ein Knoten, ein Schnittpunkt. In diesem Bereich hat Uranus schon bewegt. Und jetzt gerade mit dieser Rückläufigkeit des Uranus ist wiederholt sich etwas. Das ist ein Schnittpunkt im Leben bei den Wiedergeborenen und hier muss schicksalhaft wichtige Entscheidungen treffen. Vieles kommt zusammen. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist etwas ruhig momentan, aber die Stiergeborenen befinden sich gerade in einer Wandlung, in einem Veränderungsprozess. Was bei den Stiergeborenen gut ist, gerade die inneren Gleichgewicht, die Ruhe, die Gefühle, auch die Gespräche. Die Stiergeborenen haben auch Kraft und Mut, aber in Liebepartnerschaft ist noch Klärungsbedarf. Bei den Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen kommt etwas im Fluss. Und in der Liebepartnerschaft erleben die Zwillingsgeborenen auch eine gute Zeit. Sie sollen aber auf die Gespräche achten, weil das kann unangenehm sein. Kann auch bedeuten, dass die Zwillingsgeborenen warten auf ein Nachricht oder auf einen Termin oder auf einen Vertrag und es kommt noch nicht und es bringt die Zwillingsgeborenen aus dem Gleichgewicht. Wichtiges Thema ist bei den Zwillingsgeborenen Erfolg in Berufung. Aber auch eine Reise kann auch eine große Bedeutung sein, weil da ändert sich auch etwas. Diese Tagesenergie beeinflusst unser Leben, beeinflusst unseren Alltag. Aber das ist nicht individuell. Das kann ich aber maßgeschnitten anfertigen und Ihnen dabei helfen, einen bestimmten Tag zu beschreiben und einen Termin. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten zu meinem Managementbüro. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.